Blasen sind Sumpfgas. Manchmal verrotten Pflanzen und Bäume unter dem Sumpfwasser und das verwandelt sich in ein stinkendes Gas, wodurch diese Blasen entstehen. Dieser Geruch ist einfach furchtbar. Du hast recht, Tracker. Es riecht hier wirklich ganz übel. Das bedeutet, die Tiere kommen erst zurück, wenn all diese Blasen verschwunden sind. Sky, versuch mit der Windkraft deines Hubschraubers, die Blasen vom Sumpf wegzupusten. Eine gute Idee, Ryder. Ihr müsst jetzt alle zurücktreten. Gleich wird es hier sehr windig. Ich puste euch weg. Ja. Das hast du toll gemacht. Da kommt eine Blase. Schnell weg. Beeilt euch. Die Blasen sind alle weg. Oh, Freunde, ich höre schon wieder ein blubberndes Geräusch, aber lauter und blubbernder als je zuvor. Also, das ist ja eine mega große Blase. Voll mit stinkendem Sumpfgas. Uiuiui. Und die Tiere kommen jeden Moment zurück. Wenn sie platzt, werden sie wieder weglaufen. Und dieser Gestank könnte so schlimm sein, dass sie nie wieder zurückkommen. Chase, Marshall, ihr müsst die Tiere aufhalten. Wir haben ein großes Blubberblasenproblem. Verstanden, Ryder. Ich hab kaum noch Leckerlis. Wir müssen sie aufhalten. Aber wie sollen wir das anstellen? Wisst ihr, was sie noch lieber mögen als Leckerlis? Musik! Wir sind im tiefen Dschungel, wo die Tiere alle singen. Sprechen könnt ihr nicht, lasst eure Stimmen erklingen. Sich! Ich, ich! Quack! Soll ich versuchen, diese Blase wie die anderen mit meinem Hubschrauber wegzupusten? Ich glaube, sie ist zu groß, Sky. Sie könnte zerplatzen. Zuma, wir brauchen dein Luftkissenboot. Und Rocky, bring deinen Staubsauger mit. Rocky rockt. Ab ins Wasser. Ihr müsst ganz vorsichtig sein. Zuma, steuere dein Luftkissenboot bis zur Blase. Und Rocky, du schaltest deinen Staubsauger so um, dass er Luft herausbläst. Wir schicken diese Blase hoch in den Himmel. Staubsauger, Luft raus. Tschüss, Blubberblase. Mach's gut, hoffentlich riechen wir uns nie wieder. Toll gemacht, Fellfreunde. Der Wind scheint sie weit wegzutragen. Chase, Marshall, die Luft ist sauber. Die Tiere können endlich wieder zurückkommen. Perfekt. Und jetzt holen wir sie aus dieser komischen Blase raus. 3, 2... Alles in Ordnung? Jetzt weiß ich, wie sich ein Pfannkuchen fühlt. Ihm ist nichts passiert. Chase, benutze deine Pfotenagentenausrüstung und finde den Piloten des Raumschiffs. Das ist kein Problem für mich. Ruh, ruh. Nachtsichtbrille aufsetzen. Gib laut, wenn du ihn findest. Merkwürdige Spuren. Ich frage mich, welches sonderbare Wesen die hinterlassen hat. Chicoletto! Komm her, Chicoletto! Du sollst doch Mami nicht davonlaufen! Also, das klingt nicht nach ihr. Mein Huhn mag... Und nicht... Ach, da bist du ja! Oh nein! Oh, von hier oben kann ich mein Rathaus sehen! Die Spur endet hier. Ganz plötzlich, aber wieso? Chase! Hier oben! Bürgermeisterin Goodway, wo sind Sie? Hier oben! Wie ist denn das passiert? Ein Außerirdischer hat uns raufgebeamt. Ein echter Außerirdischer? Den muss ich sehen. Und wir sollen hier oben in diesem Leuchtkugelding sitzen bleiben? Ups, Entschuldigung. Netz! Sind Sie bereit? 1, 2, 3. Vielen Dank, Chase. Gern. Also, die Antenne ist abgebrochen, das Fahrwerk hat einen Platten und hier hat sich ein Stück der Tragfläche gelöst.
Hast du genug Teile für die Reparatur? Mein Wagen ist das reinste Ersatzteillager. Nichts verschwenden, wiederverwenden. Also gut, in welche Richtung ist er verschwunden? In diese Richtung. Nachtsichtbrille. Ein kugelrunder grüner Kopf. Ups, das ist nur eine Melone. Melone, Melone, Melone. Außerirdischer, Melone. Der Außerirdische? Es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Tolle Idee, das Fahrwerk mit einem Rollerreifen zu reparieren, Rocky. Danke, Ryder. Und dieser Kleiderbügel eignet sich perfekt als Antenne. Dann sind wir hier fertig. Ich sehe immer noch Chase. Ich habe Bettina und die Bürgermeisterin befreit. Also kann ich mich hier auch selbst rausholen. Rettungsleine. Volltreffer. Ja. Na bitte. Igitt. Jetzt weiß ich, was ich mir wünsche. Das schaumigste Schaumbad auf der ganzen großen, weiten Welt. Dieser Wunsch sei dir erfüllt? Das schaumigste Schaumbad auf der ganzen Welt. Genauso habe ich es mir gewünscht. Rubble ist ein Badehund. Na dann bade mal schön. Los, wir spielen Bell Bell Boogie. Ja, das machen wir. Hilfe, eine Riesenseifenblase. Freunde? Wenn mich einer sucht, ich bin hier oben! Ich als Bürgermeisterin der Abenteuerbucht. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Ein Moment, Rubble. Hiermit erkläre ich den heutigen Tag offiziell zum Schwebewandentag. Was? Tannenbäume? Auch das noch? Tannenbäume haben Nadeln und die können... Hilfe! Oh! Wenn ich lange hier bleiben muss, wird das Badewasser kalt. Ja, rufen wir los! Ryder, kannst du mich hören? Rubble, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Oh! Meine Wanne ist weggeschwebt und jetzt sitze ich hier fest. Und die Äste brechen vielleicht ab und... Hilfe! Gut, wir kommen. Zuma, du wartest unten mit dem Rettungsring für den Fall, dass die Wanne abstürzt. Sky, du seilst mich von deinem Hubschrauber aus ab, damit ich Rubble vom Baum runterholen kann. Kabum! Wollt ihr einen verrosteten Eimer sehen? Ja. Noch ein bisschen runter, Sky. Festhalten, Rubble. Ich versuch's. Ich hab dich. Gut, dass keiner drin war. Danke, Ryder. Rubbles Flug war abenteuerlich, darum hab ich was Kuscheliges für dich. Danke, Schachtelgeist Benny. Neutralisiert. Sie sind von der Piratin Helga mit ihrem winzigen, klitzekleinen Schwert geschützt, Freund. Piratin? Sie ist meine Bessie-Mami. Ah, sie schwebt in einer Blase Diese davon. Diese Türen zeigen an, dass unser Freund unglücklich ist. Wieso fühle ich mich wie ein Flattervogel? Wir müssen unserem neuen Freund helfen. Denn enger Zusammenhalt unter Freunden macht glücklich und zufrieden. So, bitte, Freund. Was? Was machst du da? Was soll das? Nun, ich sorge für engen Zusammenhalt zwischen meiner Hand und ihrem Rücken. Macht sie das glücklich, mein Freund? Nein, ich klebe an einem Roboter fest und meine Bessie-Mami schwebt in einer Blase davon. So hilf mir doch einer, bitte. Freunde zu finden ist schwer. Das stimmt. Ich rufe Ryder an für hundegestützte Hilfe. Also dann. Marshall, bring Frau Besserwisser sicher auf den Boden. Mach ich, Ryder. Rocky, ich werde dir helfen, die beiden zu trennen. Alles klar, Ryder. Ich bin gleich oben. Leiter hoch. Oh, danke schön, Marshall.
Kein Problem, Frau Besserwisser. Und jetzt vorsichtig. Also gut, Rocky. Diese Roboterklebeverbindung sieht ziemlich fest aus. Wir ziehen sie gemeinsam auseinander. Ziehen? Das klingt nach Aua. Wenn Sie möchten, lasse ich meine Hand auf dem Rücken, Freund. Eine neue Hand trifft in 3 bis 5 Werktagen ein. Es wird nicht wehtun, Herr Bürgermeister. Oh, dann zieht einfach. Hey, Aua, Aua, bringt es endlich zu Ende. Herr Bürgermeister, schon erledigt. Oh.